Liebe Frau, ich ist euer Steinwein. Es wird bald Abend, aber ich glaube, die Sache, die duldet jetzt keinen Aufschub. Dutch hat irgendwas vor, irgendwas Großes, irgendwas, womit er den Knoten durchschlagen möchte. Und wir sollen ihn treffen. Ja. Wir sollen ihn treffen in Saint-Denis. Es geht vermutlich um diese komische Straßenbahnstation, irgendwo, wo viel Geld lagern soll. Mal schauen. Vielleicht ist das ja die Lösung aller unserer Probleme. Es soll keine große Truppe sein, die jetzt beteiligt wird, wir beide, also Dutch und Arthur und ein Dritter. Wir hatten, glaube ich, Lenny vorgeschlagen. Dutch wollte Maika lieber dabei haben. Mal gucken, für wen er sich entschieden hat oder wie das jetzt laufen soll. Ich bin sehr gespannt. Mal sehen. Also, ich denke, wir werden noch vor Einbruch der Dunkelheit dort eintreffen. Es ist jetzt wie spät? Ach Quatsch, was erzähle ich denn? Es ist gar nicht abends. Ich war davon ausgegangen. Ein Tag ist offenbar schon vergangen, seitdem der Überfall da war. Stimmt, sie hatten ja die Leichen weggetragen und so weiter. Alles klar, das hatte ich jetzt gar nicht realisiert, dass ein Tag dazwischen lag. Okay, gut zu wissen. Ich würde mal sagen, dann nutzen wir mal den Ritt, dass wir nebenbei hier Scotch ein bisschen was zu essen geben. Und Arthur könnte, glaube ich, auch mal wieder was vertragen. Nehmen wir mal gesalzen in rein. Die wir so wegschleckern hier beim Reiten und dann ein paar Dosen Pfirsiche hinterher. Was für eine komische Mischung. So, wir müssen auf den Zug warten und ich schaue direkt mal, wo wir uns jetzt eigentlich mit Dutch treffen wollen. Oder ist möglicherweise... Nee, Straßenbahnstation. Ich hatte jetzt schon gedacht, ist die Bankaktion mit der Straßenbahn, ist das vielleicht die identische Aktion? Ich bin mir immer noch nicht ganz so sicher darüber, aber naja, wird schon seine Richtigkeit haben. So, weiter geht's. Ich habe nicht rumgelungert, ich habe darauf gewartet, dass der Zug hier vorbeifährt. Gott, was für ein Lärm. Nee, tut mir leid, jetzt ist nicht die Zeit für Bettler. Wir haben Wichtigeres zu tun. Alles klar. Irgendwo hier scheint Dutch zu sein. Wir müssen mal Scotch sicher unterbringen. Bin mir noch nicht im Klaren darüber, wo wir ihn anbinden sollten. Vielleicht direkt hier drüben, vor der Trolley Station, um die es offenbar jetzt wohl gehen soll. Warum auch nicht? Dann haben wir da gleich ein Fluchtpferd parat. So, wo ist er denn jetzt? Hier in der Gasse hinten? Ja, tatsächlich. Okay, ich glaube, er hat tatsächlich Lenny dazu geholt. Das finde ich gut. There you are. Come on, keep walking. You're late. Couple of days in this place, you turned into some clock watching city boy. What's the urgency? We need to leave forever. We've been doing well, making money, but for us all to leave together, we need enough for a boat. Now, I found a friendly ship captain. He's willing to take us to Australia or Tahiti. We just need to pay for passage and give him money for land when we get there. No questions asked. We will disappear, be reborn. Well, where the hell is Tahiti? South Pacific. An untouched paradise. Who lives there? Tahitians, I guess. We made a bit of money on that riverboat job, but not enough for us to leave and live peacefully. Where's the rest coming from? In there. So we are gonna rob that place. Well, I didn't think we was fixing the plumbing. I don't know if you have noticed, but we are on the clock. I reckon we got a few days before the Pinkertons show, and then, well, we're done. Now, we need money. Bronte said this place has got money.
Come on. Okay, es geht also direkt los. This is a robbery. Behave as I tell you, and none of you will die. Annoy me, and you all will. Now remember, we just hand over all your money now. Don't make us kill you. Quick. Mr. M, leave these fine folks or their valuables. Mr. S, check that room back there. I got okay. This. Give me everything you got. Choice. Quick. Not okay. Fine, it's yours. Kindly open that gate and let my acquaintance inside. Come on. I said open the gate some, and let all my your acquaintance money now. Don't make me ask here. Twice. Of course. There's nothing really here. You're sure? Yes. So komm, mach auf hier. Get out here and get ready for company. All of you. Behave. We don't want to hurt any of you. Okay. Mr. M, check the safe. Sure. Komm. Open it. I don't think they keep much cash in there. Open it. Da ist wirklich nicht so viel drin. Das ist ein Scheiß-Tipp gewesen. There should be stacks of cash in there. He told us there was. Look again. There's no stacks. A few dollars in coins. That's it. Damn! We got a problem. There's a ton of cops out there. Come on now! We got you surrounded! Hey, Leute. Son of a bitch! Ich glaube, das war eine Falle. This seemed like a good time for sarcasm to you, Arthur. What are we gonna do, gentlemen? Something! The trolley. The trolley! Follow me, gentlemen! Okay, was ist der Plan, Dutch? Does this trolley go to Tahiti? I hope so. All right, shoot us some space, boys. Look out on the right. We got some in those alleyways, Arthur. End up on that balcony. That bastard must have called in every cop in the city. We got some riders on the left. Arthur, help Lenny out there. You all right there, kid? Come on! They're gonna kill themselves! Look out! Right! Coming out of the back! Broad day is gonna pay for this! Two down, folks! Shit! It's all over! Outside the saloon! Oh, damn! We are really moving here! Arthur, slow us down! Slow this thing down! I'll try. Uh-oh. The thing's broke. Hold on! Ach du Scheiße. Besser, Leute. Wir haben auch kein Gewehr dabei. Auf dem Balkon? Ich sehe nichts. They're still coming. We're gonna get out of here, okay? Get that bastard! Jetzt mal nachladen, Leute. Da oben. Ich sehe sie. Okay, let's move. Come on. Wohin? Wohin, Dutch? Da lang? Okay. Okay, in die Gasse. Kein schlechter Plan. Keep an eye on it. Of course. This way. Onto the street. Look out. They blocked the road. We gotta move, boss. Stay with me. If the O'Driscoll's jump us in camp now, this. We need to wake up. We'll pick up after we get the hell out of here. Let's move up, Dutch. Ich sehe nichts, Leute. Da hinten.
vermisse mein Gewehr, Leute. Hin. Ja, ich bin dabei. You okay, Dutch? Took a real bang on the head back there. I'm seeing three of everything. You stay down, I'll hold them off. They're chasing us. Take them out. Looks like they ain't giving up yet. Send it right back at them. Wo sind sie? Hinter uns schon wieder. Was? Scheiße, wir sollten das erschießen. Oh, wir sollten darauf schießen. Oh Gott. Was war das für eine... Okay. Wir sind durch. Just keep going, kid. You okay back there? Don't worry about me. Just get us out of here. Oha. So, das ist ja schon mal richtig in die Hose gegangen. I think we're clear. You know what, Dutch? Next time, let's not damn discretion. Seemed like a good lead. I know, but... Well, we made it. Thanks to you. Don't mention it. Yeah. You're a good kid. And we each got $15. Oh, and a quarter. Don't forget the quarter. Shut up, Arthur. He set us up. Played me like a yokel. Put the law on us. What did we do to him? What did I do to him? I guess he thinks he's the king around here. He don't want the likes of you. So, what are we doing next, Dutch? We just need money. One more decent take and we're gone. The bank is our bet. Hosea agrees. Even after that? Especially after that. I don't feel so good. Now you just got a bash on the head. Come on. I'm taking you back to camp. Hey, you did real good there, Lenny. Just wish it could have turned out better. Well, can't win them all. Tja. Lenny war die richtige Wahl, aber...
Die ganze Aktion war eine richtige Pleite und es scheint so, als würde Dutch auch irgendwie nicht daraus lernen, sondern die Alternative, der neue Plan ist immer noch die Hoffnung auf das nächste große Ding. Irgendwie bleibt er sozusagen gedanklich stecken. Ne? Hat man das Gefühl. Mann, Mann, Mann. Und man ahnt schon, das kann irgendwie nicht gut ausgehen. So, Kopfgeld $165. Toll. $15 verdient. $165 müssen wir ausgeben. Ansonsten haben wir hier massive Probleme bald. So, und ich habe mal neu geladen, damit ich sehe, wo es noch weitergehen kann. Aber es scheint sozusagen mit Dutch weiterzugehen und damit vermutlich mit seinem Plan, jetzt unbedingt die Bank zu machen. Was anderes ist vermutlich da nicht mehr möglich. Wir werden aber Folgendes machen. Wir werden vorher nach Rhodes reiten, um unser Kopfgeld zu bezahlen. Ich habe keinen Bock, hier auf dem Weg hier noch gejagt zu werden von irgendwelchen Kopfgeldjägern. Ich bin nicht ganz sicher, ob in der Postmeisterei noch irgendwie ein Brief für uns liegt. Das können wir uns auch nochmal angucken. Und dann werden wir zurück ins Lager reiten. Und keine Ahnung, ob die da schon beim Packen sind. Oder wie da die Stimmung ist. Wir werden es sehen. That's my boy. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir auch hier heil nach Rhodes überhaupt kommen. Ich werde mal hier unser Gewehr zumindest in Stellung bringen. Oh, entschuldigt. Tja, und eine altbekannte Brücke, aber nichts scheint mehr so, wie es war, irgendwie. Man fühlt sich nicht mehr wohl in seiner Haut. Okay, there. Das wären welche. Von den Kopfgeldjägern, aber der hat uns so angepöbelt. So, da sind wir. Hold up there a moment. Ah, ja, genau. Geht schon los. Oder wollte der noch was anderes von uns? Wir werden da nachher mal hingehen. Aber erstmal bezahlen wir hier. Leisten können wir es uns zum Glück. Partner? How's your look? Oh, I'm sorry. Welcome back. Nee, Zugfahrkarten wollte ich gar nicht. Das war nicht mein Begehr, sondern Kopfgeld bezahlen. Oh my, you are a bad person. So, war noch irgendwas? Nee, doch nicht. Hatte ich mich getäuscht. Nun gut, alles klar. Dann hätten wir das zumindest erstmal geregelt. Können hier etwas beruhigter weiterreiten. Und ich will nochmal zurück zu dem Baum dort reiten, wo uns der Typ angesprochen hat. Interessiert mich jetzt doch nochmal, was der irgendwie wollte. Hello there. Hey, I'm on a big... What's it to be? Sag mal, was ist denn da oben los? An dem Baum? We are gathered on this very solemn occasion to dispense justice. Ladies and gentlemen, without justice, we're no better than animals. Well, you again. And you, seeing you work for your crimes, justice has come. Come on already. We gotta give them the show. Mark Johnson, a murderer. Ich glaube, den haben wir gefasst, oder? And fearsome criminal his entire life. Go straight to hell. A man who thought he could just leave his outlaw past behind and become a rancher and family man. Ach, stimmt, ich erinnere mich. Well, the law don't work that way, Mr. Johnson. A changed man does not change the crimes he committed. We are what we've done. You can't outrun your blood. All right. Without further ado,
Pull the lever! God. Remember, all of you, Rhodes is a parish of law and order. With me as sheriff, I guarantee that this law and order will be served. War das nicht der, wo sein Sohn noch versucht hat, ihn zu befreien? Bin mir nicht ganz sicher. Gut möglich. Nun ja, verlassen wir diesen grausigen Ort und reiten in Richtung unseres Lagers zurück. Allzu weit ist es ja nicht. Mehr bleibt uns hier nicht zu tun. Und sehe ich da richtig? Es gibt eine neue Zeitung zu kaufen. Oh ja, die Gelegenheit werde ich mir nicht entgehen lassen. Trotz der ganzen Unbillen und... wollen wir doch informiert bleiben. So, und die Time Nummer 48. Ja, sehr schön, die haben wir noch nicht. Prima. So. Oh, hier kommen wir nicht so einfach durch. Oh, ein schöner Obsttransport. Diesmal keine Stippvisite hier. Ja. Im Saloon, sondern auf relativ schnellstem Wege zurück ins Lager. Denn ich glaube, die Zeit drängt. Mal schauen. Okay, und da sind wir auf der großen Allee. Hey, who's that? Javier Espens. Arthur. Good to see you back, Arthur. Okay, im Lager sieht es tatsächlich noch normal aus. Whoa, easy. Oder? Sind sie schon am Zusammenbauen? Nee, sieht nicht so aus. Gut, also Dutch lässt sich offenbar noch ein bisschen Zeit mit den weiteren Dingen. Dann können wir das vielleicht auch tun, Leute. Dann können wir das auch tun. Dann lasst uns, glaube ich, hier, die Gelegenheit ist günstig, das nächste Mal noch diesen Kutschenüberfall hier im Sumpf durchziehen. Und dann machen wir das, was Dutch dort vorhat, sich die Bank vorzunehmen. Ich denke, so gehen wir vor. Ich gucke hier nochmal ganz kurz, quatsche nochmal mit ein paar Leuten. Tilly haben wir lange nicht gesprochen. Okay? Yes. Just thinking about Kieran. Yes. Come here, Arthur. He was always living on borrowed time. Maika, ich komme gleich, ja. Ja, seine Zeit ist abgelaufen, das sagt sich auch so leicht irgendwie. It was me thinking we were a step ahead of the O'Driscolls. I was almost starting to like that Kieran. And he saved your life. Wir haben es nicht geschafft, seinen zu retten. Mr. Strauss. Back at them, Mr. Morgan. Good to see. I'll live. Wir sind schon lange wieder unter den Lebenden. So, zu Maika gehen wir nachher. Sadie? Mrs. Adler. Arthur? Mehr Zwiegespräch ist da wohl nicht möglich. Arthur? That is how you get a good point. Come on, my turn now, please. Oh, no. Wo sind die beiden? You getting in no more trouble. You all right, Jack? I'm just fine. Ah, hier. Why? No reason. You got some guts, kid. That's for sure. Ich habe das Gefühl, die beiden nähern sich irgendwie ein bisschen an, ne? Jack macht jetzt, John macht jetzt mehr mit Jack.
unterhält sich mal mit ihm. Okay, Jack? I'm scared, Uncle Arthur. Das kann ich vorstellen. Okay, kid. Das kann ich verstehen, wollte ich sagen, nach dieser Schießerei. Ja, genau. Es scheint so, als hätte John langsam irgendwie so eine Art Sprache gefunden, um mit seinem Sohn irgendwie zu kommunizieren. Always good to see. Wie sie lacht. Okay, Leute. Gut. Mehr scheint sich hier nicht zu ergeben. Ja, Bill, das wissen wir. Hey. I didn't, and definitely didn't Was? Need to. Er hat am Schwanz einen Mückenstich? Na, danke für die Information. You okay, Lenny? Yeah. At least we came out of it in one piece. Well, apart from Kieran. Und es war knapp. Hier beim letzten Mal. Gut. Also, liebe Leute, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal bei der Aktion mit Kieran und dann die große Nummer mit Dutch. Bis dahin, macht's gut. He liked you. In his own crazy way. Ain't the same. Bis dann, macht's gut, euer Steinwein.